In der Graf-Stauffenberg-Kaserne in Sigmaringen, hier Archivbilder, sollen noch mehr Asylbewerber untergebracht werden als zunächst geplant. Bisher sollte sie für bis zu 1000 Flüchtlinge eine Unterkunft bieten. Bald schon sollen doppelt so viele Menschen auf dem alten Kasernengelände eine erste Bleibe finden. Um die völlig überlastete Landeserstaufnahmestelle in Meschstetten zu entlasten, war die neue Lea in der ehemaligen Sigmaringer Kaserne erst Anfang August eröffnet worden.